Die Kirche macht mit mir Musik. Ich wollte den jungen Leuten die Botschaft bringen. Und zwar auf die bestmöglichste Art und Weise, damit sie sich nicht langweilen. Das war alles. Es gab nicht diese Grenze, du musst irgendwie zur Kirche gehören oder sowas. Ja, kommt, kommt, fertig, Schluss, aus. Wir fühlten uns als die, die mehr den Mund aufmachen als andere. In dieser sensiblen Zeit, in dieser dauerbeleidigten DDR, das war eigentlich ein Politikum. Und die Kirche hat natürlich, die Kirchenleitung, hat verhältnismäßig misstrauisch geguckt. Kirche in der DDR. Verfassungsrechtlich geschützt und doch vom Staat attackiert. Eine Nische, ein Fluchtraum. Musiker, denen offizielle Bühnen verwehrt blieben, fanden hier ihr Publikum. Rock, Blues oder Punk erklangen in der Kirche als Soundtrack einer Jugend, die sich an den Verhältnissen rieb. Leute machen Schwierigkeiten, weil sie Schwierigkeiten haben.